So, und jetzt sind wir in Bettwil für euch, und zwar vor dem Zähni. Das ist das bekannte kleine Kaffee für Bierliebhaber. Und überhaupt ist dort der Pascal, der hier zu meiner Linken steht, den ganzen Tag für euch hier. Er hat mich eingeladen und gesagt, Danny, musst du vorbeikommen. Ich mache etwas ganz Neues. Pascal, was machst du Neues? Wir arbeiten jetzt noch mit Autono. Wir machen eine Ausstellung für Garage Piccinato von Bettwil. Das ist ein guter Freund von mir. Und wir hatten mal da so ein kleines Konzept zusammen, und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht darüber und dachte, ja, komm, wir machen eine Ausstellung. Wir haben zwei neue Modelle. Zur rechten der schöne blaue und zur linken der orange, lustige. ja, dann dachte ich, komm, wir machen etwas. Wir zeigen den Leuten ihr Auto und präsentieren das. Das ist super, das ist quasi mit Kaffee und Gipfeli kann man sich noch um ein Auto kümmern. Jetzt habe ich Giuliano bei mir. Giuliano, erzähl mir doch, was sind denn die Vorzüge von diesen Autos? Weil, ich meine, ausgesehen, die sind ja hip, wir sind im Jahr 2018 bald. Ja, das sind sehr moderne Autos und hier und da hat 5 Jahre Werksgarantie und beschränkte Kilometer. Und die Qualität spricht für sich, also wir können zu diesen Produkten stehen. Ja. Ja, super Sache. Jetzt möchte ich noch mal schnell mit dem Pascal. Wie läuft denn das, wenn man jetzt hier reinkommt? Eben, ich habe gesagt, man kann Kaffee, Gipfeli nehmen, ein Bierli trinken. Und dann, du kennst die Autos aus dem FF. Wieso? Ich habe früher schon, als ich blöd gesagt, meine Karriere als Autoverkäufer gestartet habe, das war damals in Bern, noch bei mir, beim Nordring. Dort habe ich meine Schule gemacht und auf Hyundai gelehrt. Darum, ich habe mich immer mit der Hyundai beschäftigt. Und dadurch, dass ich die Marke halt am Anfang gelernt kennen, immer auch ein bisschen dafür interessiert und somit auch immer ständig mich eigentlich weiterbildet. Tipptopp, ich kann noch sagen, das ist die Szene hier in Bettwil mit Piccinato zusammen.